Hallo auf meinem YouTube-Kanal im Küchengarten. Heute möchte ich euch mal wieder eine neue Orchidee vorstellen. Und zwar handelt es sich um dieses Prachtstück hier. Das ist die sogenannte Ludisia discolor, umgangssprachlich auch die Juwelenorchidee genannt. Und zwar wegen ihren traumhaften, wunderschön gezeichneten Blättern. Das ist auch der Grund, warum man diese Pflanze sehr gerne als Zimmerpflanze hält. Nicht wegen den aufregenden Blüten, die sind nämlich eher weiß und unscheinbar, sondern wegen ihren tollen Blättern. Diese wunderschöne, spezielle Orchidee ist beheimatet im chinesischen Raum, Thailand, Malaysien, Indien, auf den Philippinen. Anders wie die Phalaenopsis, unsere beliebteste Zimmerorchidee, wächst sie terrestrisch, also nicht aufsitzend auf Bäumen, auf anderen Bäumen, sondern unter den Gehölzen. Man kann sie wunderbar im Wohnzimmer halten. Sie bevorzugt allerdings einen halbschattigen bis schattigen Bereich, also direkte Sonneneinstrahlung mag sie überhaupt nicht. Ein Überwintern bei einer kühleren Temperatur ist an und für sich nicht notwendig. Allerdings, wenn sie mal nicht mehr blühen will, dann kann es von Vorteil sein, wenn man sie in den kälteren Monaten bei ca. 10 bis 15 Grad stehen lässt. Nährstoffe braucht die Ludisia nicht sehr viele, sie ist sehr genügsam. Man kann sie aber alle 2 Wochen zwischen März und September düngen. Blühen wird sie dann hoffentlich, soweit es ihr gut geht und es ihr an ihrem Standort gefällt, zwischen November und April. Zum Substrat gibt es zu sagen, da die Ludisia ja terrestrisch wächst, also am Boden, eignet sich hier bei ihr normale Blumen-, Kräuter- oder Gemüseerde. Sie mag auf keinen Fall zu nasse Füße, aber komplett ausgetrocknet auch nicht. Ich mische das dann immer entweder wie hier mit etwas Perlite oder Sand oder feine Pinienrinde, um es ein bisschen durchlässiger zu machen. Und das gefällt dir dann sehr gut. Dieses Prachtexemplar habe ich vor circa 2 Monaten bei einem Onlinehandel bestellt. Die ist wirklich traumhaft, riesengroß. Ganz gesund ist sie angekommen, aber die braucht jetzt wirklich einen größeren Topf. Ich möchte sie in einen schönen runden Topf setzen, in den hier. Da hat sie wunderbar Platz und da kann sie sich noch ausbreiten und das wird ein herrliches Bouquet für meinen Esszimmertisch geben. Jetzt schneide ich hier zuerst diesen vertrockneten Blütenstängel ab. Die anderen sind noch schön. Jetzt habe ich hier mein selbstgemischtes Substrat. Das ist ein Keramiktopf, der hat unten ein Loch. Da gebe ich eine alte Tonscherbe drüber, damit das Loch nicht verstopft und das Wasser immer schön abfließen kann. Jetzt schaue ich mir mal an, da sollte ich was unterstellen. Was habe ich denn? Nehmen wir da so eine alte Kiste. Und jetzt schauen wir uns mal aus, wie sie hier drinnen aussieht. Die Juwelorchidee. Schön trocken das Substrat, jetzt wäre ein Gießen wieder wichtig. Hier sieht man die Wurzeln, ich werde das vorsichtig abklopfen, das Überschüssige. Hier sieht man sehr schön, diese Orchideenart vermehrt sich über Rhizome. Hier sieht man zum Beispiel eines, was schon nach oben gekommen ist und oben neue Blätter entwickelt hat. Hier kommt schon ein neues, hier bildet sich ein neues heraus. Also die ist wirklich, da ist auch wieder ein neues, die ist wirklich ganz gesund und möchte wachsen. So, jetzt habe ich da mal die überschüssige Erde entfernt. Schauen wir uns das in den neuen Topf an. Ja, die mag am Boden etwas vertragen. Die
Erde ist jetzt sehr trocken. Die werde ich dann nach dem Eintopfen erst einmal gut tauchen. So, ein bisschen geht noch. Ja, so ist es wunderbar. Und jetzt ist das passiert, was bei dieser Orchideenart sehr leicht passiert. Es ist mir während des Umtopfens ein Ast abgebrochen. Das ist aber in diesem Fall überhaupt nicht schlimm. Und warum, das zeige ich euch gleich. Die Vermehrung der Lodisia discolor funktioniert wirklich ganz einfach. Dazu braucht man einfach abgebrochene, ja, wie kann man das nennen? Abgebrochene Stücke, abgebrochene Äste, so wie es mir hier passiert ist. Die kann man jetzt einfach als Steckling direkt in das Substrat setzen, dann feucht halten und mit der Zeit bilden sich Wurzeln. Hier habe ich schon ein Stück, das ist mir vor 2 Monaten abgebrochen beim Auspacken. Das habe ich dann einfach hier in ein Wasserglas gesteckt und hier könnt ihr sehen, ein bisschen näher, hier hat sich schon ein neues Rhizom gebildet. Hier unten kommt eine Wurzel heraus. Hier ist auch ein neuer Seitentrieb zu erkennen. Und diese 2 Stücke werde ich jetzt in einen neuen Topf einpflanzen und somit eine neue Juwelorchidee züchten. Und jetzt werde ich diese Stiele, hier den, der mir vorher gerade abgebrochen ist, so tief wie möglich einpflanzen, damit sich aus dem ganzen Stiel, ich glaube, da komme ich noch mit einem Stabberl, damit sich aus dem ganzen Stiel Triebe und Wurzeln bilden können. Und hier den schon vorbewurzelten daneben. Oberfläche werde ich jetzt mit Pinienrinde mulchen. Die Lodisia discolor oder auch Juwelorchidee ist also ein
absoluter Tipp von mir für Leute, die das Besondere schätzen und die in ihre Sammlung von Phalaenopsis-Orchideen mit diesen tollen, gefärbten, glänzenden Blättern ein bisschen eine Abwechslung bringen wollen. Ich hoffe, ich konnte in diesem Video größtenteils abdecken, wie ihr diese wunderbare Orchidee pflegen und hegen könnt. Wenn nicht, dann hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, damit ich auf eure Fragen eingehen kann. Ich danke euch wie immer sehr fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da. Und ich hoffe, dass wir uns auch nächsten Mittwoch wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!